So, da bin ich wieder und, ja, ich bin genauso schlau wie in der letzten Folge. Ich habe immer noch nicht meine Raketen gefunden. Dabei wollte ich doch eigentlich hier wunderschön eine Rakete auf irgendwas schießen. Vielleicht muss man dafür aber auch erst ein Ziel anvisieren, ne? Vielleicht kann man die gar nicht so ungelenkt einfach losschießen. Kann ja sein. Wäre ein bisschen blöd, aber ist möglich. Jetzt probiere ich nochmal die F-Tasten. F1 ist angeblich Overview. Passiert jetzt nicht so viel, wenn ich da drauf drücke. F2 Weapons. Ah, verstehe. Also das ist jetzt die Übersicht über das Schiff. Das hier ist die Übersicht über die Waffensysteme. F3 über die Energieversorgung. Ich glaube, da kann man dann auch nachher regulieren, wie viel Energie will man jetzt hier in die Schilde stecken, wie viel Energie in die Waffensysteme und so. Da ist, sieht man ja jetzt, kann ich mit der Maus nicht drauf zeigen. Aber neben der Grafik, diesem Hologramm von unserem Raumschiff, ist so ein kleines Dreieck. Und ich denke mal, da kann man dann die Energieversorgung regeln, indem man den Punkt in der Mitte mehr in die eine Ecke oder mehr in die andere Ecke bewegt und dadurch die Energieverteilung steuert. Ja, und zuletzt kann man noch den Zustand unserer Schilde anschauen. Alles 99, warum nicht 100? Na, ist egal. Muss ich mal mit meinem Mechaniker sprechen. Das ist sicherlich nur ein Anzeigebug. So, ich gehe wieder in die Overview-Ansicht und suche weiter nach meinen Raketen. F, Interactive oder Relative Mode? Habe ich jetzt mal gedrückt. Muss ich dafür fliegen? Keine Ahnung, was F bewirkt. Habe ich nochmal gedrückt. Sind wir jetzt wieder im Ausgangszustand? Ist mir noch nicht ganz klar, was das bewirkt. Werden wir sicherlich irgendwann mal rausfinden. So, G-Pin-Target. Dafür braucht man natürlich ein Target. Haben wir nicht. H-Cycle-Friendly-Spec. J-Cycle Radar Focus Forward und K Radar Focus Back. Ah, da kann man Schilde nach hinten und Schilde nach vorne machen. Kann man Schilde auch in die Mitte wieder machen? Nee, geht nicht. So, L darf ich auf keinen Fall drücken. Pad-Modus will ich jetzt nicht ändern. Oder? Huch. Nee, passiert nichts. Ja, Shift ist der Nachbrenner. Der funktioniert wunderbar. M, Match, Target, Velocity braucht man wieder ein Target für. Dann Komma müsste das sein, ist der Radar-Zoom. Ah, da kann ich mehrere Stufen einstellen. Habe ich wohl gesehen. Dann kann ich mein Heads-Up-Display irgendwie... Nee, kann ich nicht. Ach doch, da kann ich mich durchbewegen. Ah, immer das, was blinkt, ist aktiviert. Warum komme ich nicht auf die 4? Von der 3 komme ich auf die 5. Kann ich das auswählen? Kann ich das irgendwie armen oder sowas? Was ist das? Einstellungen, Settings, ausschalten? Ne, geht nicht. Wäre auch ein bisschen blöd, wenn man so seine Raketen abschießen müsste. Ja, jetzt... Habe ich schon das Gefühl, ich habe alle... Ah, was sehe ich denn hier drüben? Mausanzeige. Scroll ist Select Missile. Angeblich. Aber ist hier Zoom in, Zoom out. Also das passt schon mal nicht. Click Acquire Missile Lock und Click Acquire Missile... Ah. Kann natürlich sein, dass jetzt wirklich... wir keine Rakete schicken können. Weil wir kein Target haben. Können wir sie nicht starten. Das mag sein. Das heißt, wir müssten dann gleich mal in die nächste Mission reingehen. Und das ausprobieren. Möglicherweise haben wir auch gar keine Rakete dabei. Wenn da steht unarmed. Ja, das heißt eigentlich nur, dass sie nicht scharf ist. Wahrscheinlich wird die erst scharf, wenn ich einen Lock habe auf dem Target. Könnte ich mir vorstellen. So, was kann ich denn jetzt hier noch in dieser Free-Flight-Mission machen? Eigentlich nicht so mega viel. Außer vielleicht mal in so einen Meteoriten reinzurammen.
Einfach mal gucken, wie viel hält eigentlich unser Raumschiff aus. Hey. Komm, ich wollte doch da jetzt kollidieren. Das war doch der Sinn und Zweck der ganzen Sache. Gleich fängst du wieder an zu jammern, dass ich das Simulationsgebiet verlasse. Das ist auch nicht gut. So, komm. Jetzt will ich hier mal so schön entlang schrappen. Ja, 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 ja. Aha. Irgendwas ist offline. Wir sind also schon arg beschädigt. Das ist schon mal ziemlich cool. Ich halte nochmal an, damit wir nicht wieder aus dem Simulationsgebiet. So, jetzt gucken wir uns mal das Schadensmodell an. Ich weiß, irgendwie kann man sicherlich das so machen. Warte mal, aber das... Nee, das hilft auch nicht. Huch. Dass man das mal sehen kann, was jetzt alles kaputt ist. Okay, dann suchen wir uns noch so einen kleinen Felsbock und schrappen da nochmal mit der anderen Seite vorbei. Eigentlich müssen wir da so rum vorbei, aber irgendwie hat das mehr unsere linke Seite beschädigt. Da fliege ich da schon wieder aus dem Simulationsgebiet heraus. So, nehmen wir doch... Ne, nehmen wir den da. Komm, so, ich bin ein bisschen langsamer, damit wir das auch schön präzise hinkriegen. Schön präzise jetzt daran entlang schrauben. Ungefähr so. Ja, 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 das wollen wir doch. Oh, also wenn man jetzt sieht, unser komplettes Hinterteil ist weg, unser rechter Flügel ist weg. Wir haben keinen Antrieb mehr. Und, treiben, driften jetzt hier aus dem Simulationsgebiet. Ich kann jetzt nur noch mich drehen. Ich kann nicht mehr nach vorne beschleunigen. Ohne Hauptantrieb ist das auch irgendwie verständlich. Ja, ganz schlecht. Waffen funktionieren auch nicht mehr. Alles offline. Wir sind also wirklich definitiv total kaputt. Vielleicht sollte ich doch lieber jetzt den Schleudersitz betätigen. Einfach muss mal gemacht werden. Ich drücke da jetzt drauf so. Und bam! Oh, ich glaube, unser Schleudersitz ist kaputt. Alt. Alt. L, alles geht nicht. Ja, sorry. Ich treibe hier durch den Weltraum und keiner hört mich schreien. Oh, 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 oh. Oh. Muss man aufpassen, wenn man hier zu weit abtreibt, dann landet man ach Mist, jetzt komme ich nicht drauf. Mann. Alien Isolation wollte ich sagen. Dann treiben wir zu weit, dann landen wir bei Alien Isolation X to respawn. Eigentlich wollen wir jetzt eine andere Mission. Hey, ich wusste gar nicht, dass hier so eine... Kann man das Ding anvisieren vielleicht? Was war das nochmal? Freunde H konnte man, glaube ich, Freunde anvisieren. Oder G? Wie finden die das denn, wenn man aufgeschickt ist? Egal. Haben die irgendwie eine Landebucht oder sowas? Was ist denn, wenn man da durch den Megalaser fliegt eigentlich? Hat das schon mal jemand ausprobiert? Ich bin mir sicher, dass es jemand ausprobiert hat und ich weiß auch, was passiert. Na komm, komm, komm. Ja, das war jetzt völlig überraschend. Das habe ich nicht kommen sehen. So, nachdem wir jetzt hier gleich destruktiv waren. Ach, irgendwie landet man immer ein kleines bisschen anders. Ja, wir wollen jetzt aber mal in die andere Mission. Das heißt, ich drücke jetzt erstmal auf Return to the Hangar. So. Jetzt braucht er wieder 100 Jahre, um alles zu laden. Ich trinke derweil mal einen Schluck Wasser. So, und dann nehmen wir gleich mal die Mission, wo wir auch tatsächlich Gegner zu bekämpfen haben. Beziehungsweise die uns. Dann wollen wir mal sehen, wer wen zuerst zerlegt. Also wenn die Raumschiffe einigermaßen gleich stark sein sollten, dann müsste ja fairerweise, müssten wir eigentlich verdampft werden. Weil wir hier die totalen Noobs sind, also ich zumindest, ihr seid ja vielleicht schon Profis. Aber ich bin noch der totale Noob und habe keine Ahnung. Dann wäre es ja eigentlich unfair, wenn ich jetzt gewinnen würde. Huch.
Ah, wir sitzen hier schon im Cockpit von unserem kleinen Kampfjet. Und, ja, Drone Sim ist, glaube ich, das, was wir... Kann ich das irgendwie anvisieren? Anwählen? Drone Sim? Ah, mit den Pfeiltasten. Ja, Free Flight hatten wir gerade. Wir wollen jetzt... Vandul Swarm haben. Und wir nehmen auch mal das andere Gebiet, so. Und launchen mal. Da bin ich mal gespannt, ob wir uns den Vandul entgegenstellen können, erfolgreich. Oder ob das doch eher so abläuft, dass wir ziemlich übel einen auf die Nase kriegen. Vielleicht haben wir auch diesmal Gelegenheit, den Schleudersitz auszuprobieren. Vorausgesetzt, der ist überhaupt schon in das Spiel eingebaut. Gerade hat er ja nicht funktioniert, aber das kann auch daran liegen, dass wir schon entsprechend kaputt waren. Wobei man eigentlich davon ausgehen sollte, dass der Schleudersitz so ziemlich das Letzte ist, was kaputt geht. Weil wenn der immer gleich als erstes kaputt ging, wäre das wohl nicht so. So. Ich gebe mal sofort Feind ab. Mit R konnte man irgendwie... Ja. 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 There are multiple hostiles inbound. Okay. Multiple. Bogey. Ja, Bogey. Scanning. So. Anvisiert und wird gescannt. Und wo muss ich denn... Also kann ich den jetzt... Oh, die kämpfen ja schon. Ach, schau an. Wir haben also auch NPC-Verbündete. Das da ist jetzt unser Ziel. Kann ich da jetzt eine Rakete draufschicken? Ja. Lock. Ja! Wuhuhuhu! Na? Ja, siehste mal, da haben wir schon unseren ersten Vandul gekillt und haben es noch nicht mal gesehen. Weil die Rakete definitiv besser fliegt als ich zurzeit noch. So, vielleicht sollte ich mal lernen, mein Radar zu lesen. Da, so. So, jetzt fliegt er hinter dem Asteroiden. Ja, nein, ich weiß genau, was ich tue. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu schnell, ne? Irgendwie konnte man seine Geschwindigkeit an den Gegner anpassen. Den Trick habe ich aber noch nicht raus. Ich probiere erstmal mit meiner Gatling Gun. Ich vermute, dass sie etwas stärker ist. Ganz einfach deswegen, weil sie schwerer zu benutzen ist. So, ich habe irgendwie Damage gemacht. Das Gute ist, man muss auch nicht so hundertprozentig mit der Spitze zielen, sondern es reicht quasi mit der Maus zu zielen. So, nächsten Gegner anvisieren. Ich weiß nicht, ob diese Gegner überhaupt schon was machen. Kämpfen. So, geht doch. Oder ob die nur rumfliegen quasi. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie quasi von Welle zu Welle etwas gefährlicher werden. Also die erste Welle, die schießen auch quasi gar nicht auf uns. Die zweite Welle wird dann schon ein bisschen versuchen, auf uns anzugreifen. Und die dritte Welle, die ist dann richtig schlimm. So, das ist also ein Vandul Scavenger. Ich muss sagen, also selbst hier auf Grafikeinstellung Low sieht das Spiel schon ziemlich prächtig aus. Ist einfach so. Oh, Vorsicht, aufpassen. Ja, 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 ich krieg gleich meine Space Break und alles wird gut. Hoffe ich doch, jetzt muss ich hier zwischendurch. Ich darf nicht zu früh nach links drehen, sonst knall ich direkt davor. So, nu aber. So, nu aber. Shields, irgendwer schießt auf uns, ne? Kann das sein? Shield down. Ja, ich konnte die Schilde nach hinten stellen. So, das habe ich jetzt hoffentlich gemacht. Nee, irgendwie laut Anzeige nicht. Und ich sollte mal, warte mal, ich... Shields charging. Ja, 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 ja. So. Vielleicht bin ich auch irgendwo gegengestoßen. Das war gar kein Treffer der Feinde. Alert. Ja. Okay, okay. Ich probiere mal Folgendes. Ich schieße jetzt mal eine Rakete auf den, einfach damit wir ein bisschen schneller Ruhe kriegen.